drüben. Oh, wir haben einen schönen Hit. Wir haben noch einen schönen Hit. Alles klar. Disconnected oder was? Was war denn da los, Chat? Entweder AFK oder keine Ahnung. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Leute, es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein kleines Tipps und Tricks Video, wie ihr leicht und schnell Punkte in der Arena bekommen könnt. Es ist im Stream entstanden, also ich habe einfach eine Runde gespielt und habe euch dabei Tipps und Tricks gegeben, wie ihr halt easy Arena Punkte bekommt in der neuen Season. Wenn euch dieses Video gefällt, smasht auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ich habe auch nochmal so eine Runde aufgenommen und zwar eine W-Key-Runde, also wie ihr W-Key lernen könnt, wie ihr sicherer werdet im W-Key. Wenn ihr diese Runde auch sehen wollt, smash den Like-Button. Ich würde sagen, wenn wir die 5000 Likes knacken, smash ich das als nächstes Video direkt raus. Aber ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich den Supporter-Creator-Code FIX im Fortnite-Itoshop eingeben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Steht hier unten auch in der Ecke. Einfach in Fortnite schnell reingehen, FIX beim Shop eingeben. Und ich sag viel Spaß mit dem Video. Let's go! Okay, Tipp Nummer 1, Freunde. Landet ein bisschen außerhalb. Ich lande hier oben. Und ich schnappe mir die goldene bzw. die mythische Pump. Tipp Nummer 2, töte den mit der Waffe. Oh Gott. Töte beide mit der Waffe. Tipp Nummer 3 nimmt Minis. Junge, wie viele hier oben gelandet sind. Aber mehrere Leute hatten den Plan, hier hinzugehen. Und dann von hier aus runter zu gehen. Für die Pump. Hier drüben ist safe noch einer. Ja, ich höre ihn schon. Uiuiuiui, meine Güte. Kann ja gar keine Tipps geben. So, ich muss hier rein sweaten, Chat. Was ist denn da los? So, haben wir hier noch einen. Einer hat den Heli geschnappt. Ey, ohne Spaß. Das krasseste, das einfachste, um Punkte in Fortnite zu bekommen, in Arena, wenn ihr so ehrenlos sein wollt, schnappt euch einen Heli, fliegt einfach in der Luft. Bis Endgame, Chat. Fliegt in der Luft bis Endgame. Keiner wird euch auf euch schießen im Solo. Dem wird die Munition nicht wert sein, weißt du, auf euch zu schießen. Vor allem, wenn ihr dann noch irgendwie in der Nähe seid von Gegnern oder sowas. Es wird ihnen die Munition nicht wert sein, auf euch zu schießen und die Position zu verraten. Aber ansonsten, es sind halt immer noch dieselben Tipps wie letzte Seasons oder allgemein in Arena. Versucht mit Köpfchen zu spielen. Versucht nicht unnötig irgendwas zu pushen oder so. Was ich jetzt dummerweise mache, aber ja, versucht einfach nicht unnötig irgendwas zu pushen und versucht immer schön in der Zone zu bleiben, ne? Immer rein in the Zone, Leute. Immer in the Zone bleiben und Leute abstauben, die versuchen in die Zone reinzukommen. Da sieht mir hier alles etwas verdächtig aus. Ich werde in die Telefonzelle reingehen, damit wir nicht direkt von den Bots zerstört werden, wisst ihr? Das meine ich, Chat. Das meine ich. Die Bots, die übertreiben, Alter, aus 50 Kilometer Entfernung. Glaubt ihr, der ist durchgezogen, Mann? Shit, der ist safe mit der Pump durchgezogen einfach. Er hat Tresor gelootet und weg. Mann, du Ehrenloser, du. Ich schau mal, ob ich ihn noch finde. Aber, boah, der hat auch diesen Impulswerfer, ne? Junge, der ist über alle Berge, sag ich euch, wie es ist. Egal, wir looten dann halt hier noch ein bisschen. Er hat's natürlich gut gemacht, ne? Er hat's klug gemacht, durchzuziehen direkt mit der Pump. Weil er hat gewusst, dass hier 100% jemand zum Contesten hinkommt. Und an seiner Stelle hätte ich wahrscheinlich dasselbe gemacht. Pump nehmen und durchziehen. Weil die ist schon sehr strong. Und dann lootest du halt einfach woanders dich voll. Aber dafür hat er uns halt extrem viel Loot dagelassen. Ich würde sagen, wir spielen die Tag, Leute. Ist entspannter. Ah, okay, shit, das sind die Bots. Dann war das gerade auch ein anderer Bot. Naja, egal, wir brauchen ja keine Verkleidung mehr. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Zone. Wir schauen jetzt, dass wir irgendwie, keine Ahnung, hier hingehen oder so. Loadout ist ziemlich gut. Und dann entspannt chillen wir. Ist eigentlich relativ easy, Punkt plus Punkt in Arena zu machen, ne? Schau mal, wenn ich jetzt
auf 100% safe spielen würde, dann würde ich jetzt nicht hier durch die City laufen. Ist natürlich gefährlich, kann natürlich sein, dass hier noch jemand in der City chillt oder so. Ich würde einfach ganz entspannt neben der City vorbeilaufen, einen großen Bogen machen, damit mich halt niemand entdeckt, ne? Und dann bin ich da entspannt, chillig, kann mich meine Mats voll farmen und dann sind wir Top 25, weil wir eine nice Position in der Zone haben. So, wir sind Full Mats. Beste Position wahrscheinlich hier oben auf dem Berg momentan. Das werde ich mal so ein bisschen anpeilen. Könnte sein, dass da schon jemand oben drauf ist, aber ich würde sagen, beste Posi ist wirklich da im Highground komplett. Da wird euch auch niemand so schnell contesten, weil sie dann keinen Bock haben, da hochzurennen zu dir und versuchen dann, keine Ahnung, die wollen dann halt keine Hits fressen und so, ne? Ich würde jetzt auch nicht jemanden pushen, der schon da oben sitzt. Vor allem nicht in der Zone jetzt. In der nächsten Zone vielleicht, wenn der immer noch in Zone ist, aber in der Zone ist es wirklich beste Position. So, easy. Top 25, Leute. 60 Hype in mein Gesicht. Auf ganz entspannt. 3 Kills haben wir auch. Das sind auch nochmal 60 Punkte. 120 Punkte Runde schon. Sowas von easy, Chat. Flopper oder Southpacks? Ich glaube, ich würde Southpacks bevorzugen. Hinter mir ist ein Heli irgendwo. Da drüben. Oh, wir haben einen schönen Hit. Wir haben noch einen schönen Hit. Alles klar. Disconnected oder was? Was war denn da los, Chat? Entweder AFK oder keine Ahnung. Auf jeden Fall lost war der. Da haben wir noch einen Helikopter. Ja, okay, da ist schon jemand beim Loot. Wir chillen erstmal hier oben, Leute. Wir wollen ja ein bisschen Pluspunkte machen und so. Deswegen chillen wir erstmal hier oben. Vielleicht können wir davon jemanden abstauben. Mal schauen. Könnte ein bisschen schwierig werden. Oh, 18er Volldamage. Da oben trinkt was, hat sich aber eingebaut leider. Ist halt ein bisschen langweilig so zu spielen, ne? Ist halt ein bisschen langweilig so zu spielen auf Punkte. Deswegen, ich will eigentlich auf den Punkten jetzt, ich sag eh, bis 3000 Punkte könnt ihr alles W-keyen, Leute. Da bekommt ihr nicht so viel Damage und so. Da könnt ihr theoretisch eigentlich alles W-keyen und dann ab 3000 Punkte vielleicht so immer ein bisschen Top 25 anpeilen, aber trotzdem vielleicht Hot droppen. Dass ich schon mal ein paar Kills habe bei Early Game. Und ja, ansonsten, ich würde an eurer Stelle bis 3000 Punkte alles W-keyen. Ich habe Top 25. Jo, habe ich, aber ich habe übel gute Position. Weißt du, schon mal, wir sind richtig gut in Zone. Wir haben den höchsten Highground, den es gibt. Und wir können einfach nur chillen. Hier an der Seite von mir hat sich jemand eine Box gebaut. Wir machen hier lieber mal eine Cone rein. Da kann man auch ein bisschen besser in jede Richtung gucken. Ja, wir lassen den einfach da chillen, wisst ihr? Solange er mich nicht angreift, ist alles gut. Falls er mich gleich angreift, dann keine Ahnung. Und ich hätte theoretisch mit Stein meine Base bauen sollen, weil Holz ist ja so zum Moven und so, aber so tryhard sind wir auch nicht unterwegs, Leute. Leute, wir haben gerade nochmal 20 Punkte, 40 Punkte bekommen für Top 15 Placement. Ganz entspannt. So, immer mal wieder ein paar Snipes versuchen, ne? Schadet ja keinem was. Kannst du mal bitte aufhören, auf mich zu schauen, Bro? Er hat mich gehittet, lol. Er hat eigentlich komplett an mir vorbeigeschossen. 38 Punkte habe ich bekommen. Ja, viele Leute sagen, dass Holz halt am besten ist, um zu moven, weil Metall und Steine halt mehr aushält, ne? Wenn du dir da eine Base draus baust. Aber ja, deswegen. An sich macht es mehr Sinn, wenn du dir aus Stein oder Metall eine Base baust. Ich nerv ihn mal ein bisschen. Der macht ein bisschen zu sehr Auge auf mich, weißt du? Deswegen einfach ein bisschen drauf schießen. Der Snipe war halt unnötig, den ich kassiert habe. Wie übt man W-Keen? Also W-Keen bedeutet ja auf Leute drauf pushen. Übst du am besten, indem du auf Leute drauf pushst. Gehst rein in Arena, egal wie viele Punkte du hast. Du gehst in Arena, die müssen halt deine Punkte scheißegal sein. Und du pusht jeden Gegner, den du siehst. Würde ich jetzt W-Keen, würde ich einfach den da unten pushen. Weißt du? Ich würde einfach versuchen, den zu pushen. Okay, Zone verschiebt sich ein bisschen. Schaut eigentlich für mich ganz gut aus. Der ist leider nicht in Zone drin. Der hier hinter mir muss halt auch moven. Ich bin am überlegen, ob ich ihn abcampe, weißt du? Ob ich so tue, als ob ich hier move, weißt du? So, dass ich ihn lock damit. GG's, Bro. Lass mich mal einsteigen, Junge. Shit. Leider zu viel Damage bekommen. Easy gedragt, Leute. Ganz entspannt. Okay, den fuck ich jetzt ein bisschen ab. Er muss halt zu mir moven. Und der hat mich ein bisschen genervt. Ah, okay. Headshot. Ah, schade.
Naja, entspannt. Wir kommen easy rein. Trink noch kurz ein Mini. Ich weiß gar nicht, ab wann die nächsten Placement-Punkte kommen. Ich glaube, ab Top 5 oder so. Aber das Beste, was man jetzt so im Late-Game machen kann, ist, sich eine gute Posi zu suchen. Am besten im Highground. Ich bin hier oben gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Wir haben hier einen guten Highground auf jeden Fall. Wir müssen einfach nur hoffen, dass wir hier Zone bekommen. Und ich schaue jetzt einfach, dass ich, dass ich die Leute abfuck, die in die Zone reinlaufen, ne? Wir müssen halt echt schauen jetzt, wo die Zone hingeht. Ich hoffe einfach, dass sie auf meine Seite kommt. Wenn sie nicht auf meine Seite kommt, dann wäre ein bisschen lost. Aber kriegen wir schon hin. Hier vorne zum Beispiel läuft jemand in die Zone rein. Vielleicht kriegen wir einen schönen Snipe hin. Oder auch nicht. Und Blum ist auch nicht auf meiner Seite. Perfekt, Leute, wir haben Zone. Wir gehen direkt in Zone rein, weil dann haben wir übel viel Platz. Ja, da die Helikopter-Plays halt, ne? So könnt ihr auch Easy-Punkte machen, Leute. Aber wir gehen hier direkt in die Zone. Ah, bin noch nicht drin. Müssen noch eins fortgehen. Ich fuck mal ein bisschen die Helikopter-Piloten ab. Okay, ich habe einen Hit. Vielleicht ist mein Kill dann. Ah, er ist leider ins Wasser rein. Zwei Hits. Ja, mit den die Helikopter, die sind halt echt... Das ist halt ehrenlos, wenn man so sich Arena-Punkte hochfarmt, weißt du? Würde ich euch auch nicht empfehlen. Ich habe jetzt auch nicht so viel Ammo, aber... Vielleicht müsste hier in Zone sein. Ah, eins noch weiter in Zone. Ich überlege auch gerade, ob ich einfach auf den unten connecten soll, weil er mich auch hier runterschießen will. Ich müsste... ich bleibe erstmal hier oben. Ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht runtersprayt. Weil eigentlich müsste ich meine Builds connecten. Nice, schöner Hit. Okay, schau, wo die Zone hingeht, Freunde. Ich glaube, ich muss trotzdem noch eins weitergehen. Ich hoffe natürlich, dass die Zone auf mich geht. Ich hoffe, dass ich nicht so eine Rocket fress. Okay, Moving Zone ist komplett in die andere Richtung. Wir versuchen natürlich so früh wie möglich zu moven, Leute. Und mit so wenig Mats wie möglich. Wir gehen hier außen rum. Ich weiß nicht, ob da jemand drin ist. Ich glaube nicht. Da vorne macht einer Auge. Okay, der chillt da in der Base drin. Mal schauen, ob er auch nicht erdet. Da, Leute, ich habe sein Edit blockiert, weil ich halt schon sein Edit predicted habe und deswegen hat er sich nicht mehr getraut, auf mich zu schießen, wisst ihr? Halt, ich habe direkt mit der Snipe auf ihn geschossen. Er hat gemerkt, oh scheiße, ich krieg einen Snipe, wenn ich nochmal edite. Deswegen habe ich mich so ein bisschen abgesaved dadurch. Ich versuche ein bisschen meine Mats zu refillen hier. Er ist halt immer noch neben mir. Aber er hat den Grappler, also er hat kein Problem zu moven. Er launcht auch. Okay. Jetzt ist halt Zone Wars, ne? Oh mein Gott. Da kann ich euch keine Tipps geben, außer trefft eure Hits, Alter. Okay, ich bin in Zone. Ich habe noch einen Kill bekommen irgendwie. Ich weiß nicht wie. Wir haben Top 5 bekommen. Das ist sehr gut. Und wir sind im absoluten High Ground. Das ist auch sehr gut. Zone move hier rüber. Wir sind über Wasser. Das heißt, ich kann... Oh mein Gott, okay, ich bin doch nicht im absoluten Highground. Ich hätte vielleicht gucken sollen. Aber ich glaube, ich bin so gut wie tot. Ja, GG's. Naja, war eine schöne Runde, Leute. Was ist denn das für eine Zone, aber auch ganz ehrlich, ne? Was ist denn das für eine Zone, Chat? War ein bisschen unlucky jetzt mit der Zone. Ist auch schwierig, Zone Wars zu kommentieren, aber das Ende war jetzt gerade einfach nur Zone Wars. Schaut euch mal die Zone an, Alter. Pff, what the fuck, Mann. GG's. Ich hätte mehr committen sollen dann mit mehr Builds und so weiter und so fort, aber... Ja, der Rest war einfach nur Zone Wars. Aber wir haben gut Punkte gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Punkte, aber wir haben sehr gut Punkte gemacht. Falls ihr dieses Video auf YouTube seht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch geholfen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich noch für Tipps und Tricks euch geben soll. Und das war eine Runde. Wie macht man leicht Punkte in der neuen Season? Und Leute, schau mal, die Leute, die im Helikopter saßen, die haben 90 Punkte gemacht, ohne überhaupt was machen zu müssen. Nein, die haben sogar mehr, oder? Nee, die haben Top 25 und Top 15 mitgenommen, ohne überhaupt was mitmachen zu müssen. Easy.